Hältst du das für Gerechtigkeit? Deine eigenen Männer aufzuhängen, dafür brandschatzt und mordest du. Anscheinend hast du sogar vor, eine ganze Stadt zu verwüsten. All diese Leute, die du in den Krieg führst. Wissen sie, was sie erwartet? Was hast du ihnen erzählt? Kohlhaas sei das Opfer einer großen Ungerechtigkeit. Du bist Kaufmann. Dein Geschäft blüht und gedeiht. Für dich ist das Leben nicht beschwerlich. Was hast du unternommen, um Gerechtigkeit zu erlangen? Ich sehe dein Herz und es ist schlecht. Denn du ziehst alle diese Leute in einen Krieg hinein, der sie nicht betrifft. Das Schwert, das du führst, ist nämlich nicht das Schwert der Gerechtigkeit. Du bist nicht ein Krieger Gottes. Gott ist schon längst in Vergessenheit geraten. In dieser Angelegenheit. Kohlhaas, was dich hier auf Erden erwartet, ist das Schafott. Und ihr anderen, ihr wisst, was euch da oben erwartet. Deine Bekanntschaft zu machen, ist mir eine Ehre. Du weißt, wer ich bin? Ich lese deine Bibel. Ich lese sie meiner Tochter vor. Was soll das mit dem Schlagbaum? Gehören die Pferde euch? Habt ihr einen Passierschein? Er muss einen Pfand erlassen. Pferde, die beiden Schwarzen. Wenn er mit Passierschein zurückkehrt, bekommt er sie wieder. Als ich dich zum ersten Mal sah, weißt du, was ich da gedacht habe? Wenn ich den Mann doch berühren dürfte. Das sind nicht meine Pferde. Ich überließ euch zwei wunderbare Tiere. So will ich sie wiederhaben, Herr. Die Prinzessin gewährt das Privileg des Zollrechts nicht mehr. Wenn du willst, dass deine Klage sie erreicht, lass mich zu ihr gehen. Die Bibel sagt, wir sollen unseren Feinden vergeben. Ich bete zu Gott, er möge mir nie so vergeben, wie wir dem jungen Baron vergeben werden. Bewaffnet euch. Hältst du das für Gerechtigkeit? Du ziehst alle diese Leute in einen Krieg hinein, der sie nicht betrifft. Aber denkst du manchmal auch daran, wie du selber enden wirst? Man stirbt allein.